Leute, eine richtig geile Zwiebeljack Steak Semmel. Wer wissen will, wie ich die gemacht habe, wie die Steaks funktionieren, gehen drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Also dann übermüsst ihr euch. Ich gehe mal da lang. Für die Zwiebeljack Steaks. Hoi, das ist wieder so ein Wort von, ja, genau. Also nochmal, für die Zwiebeljack Steaks brauchen wir an Gewürzen Salz, Pfeffer, Paprika, SPP, einfacher geht's gar nicht. Dann natürlich Zwiebeln. Also ich habe hier jetzt noch rote Zwiebeln dabei, weil, ja, Reste halt. Natürlich Steaks, dann ein paar Tropfen Olivenöl und ganz wichtig natürlich den Jacky. Zuallererst würde ich mal sagen, würzen wir mal unsere Steaks oder tun wir die erst ein bisschen einölen. Dann hält schon mal das Gewürz besser. Also da tun wir wirklich bloß ein klein bisschen Öl drüber. Und das manchen wir dann, würde ich sagen, ja, nennen wir es manchen, einmal schön durch, dass das alles schön einmariniert ist mit dem Öl. Tja, und dann nehmen wir sie raus, lege ich sie in den Deckel rein hier, wasche mal schnell die Pfote, weil ja, so ölig ist auch nicht so angenehm. Und dann tun wir die ganz einfach mit Salz, Pfeffer und Paprika einmal einwürzeln. Ah, ja. Ja. Den zweiten machen wir hier drin. So, Moment. Finger schnell sauber machen. Dann natürlich salzen. Und Paprika darf hier nicht fehlen. Wer will, kann sich natürlich eine fertige Gewürzmischung nehmen. Würde ich aber sagen, ist nicht unbedingt nötig. Absolut nicht. Es reicht so. So. Umdrehen und dasselbe Prozedere noch einmal. Ja, dann schneiden wir uns unsere Zwiebeln. Na, ja, nicht runterrollen hier. In schöne Scheibchen runter. Wie dick ihr das Ganze schneidet, das bleibt natürlich euch überlassen. Ich schneide die Zwiebeln hier gerne ja, ein klein bisschen dicker, dass hinterher auch noch was davon übrig bleibt. Ist mein persönliches Empfinden. Ja. Und dann legen wir das nächste hier drauf und verteilen die restlichen Zwiebeln hier drauf. Okay, auf. Tja, und dann brauchen wir eigentlich bloß noch hier schön den Jack drüber kippen. Also wenn er da jetzt aus Versehen einen Schluck zu viel drüber kippt, kein Problem. Das brauchen wir dann eh zum Brutzeln. So. Deckel drauf, ab in die Kühlung für ja mindestens 2-3 Stunden. Minimum. Über Nacht.
wenn es drin bleibt, ist es richtig geil. Dann könnte man sogar noch ein bisschen durchkneten, dass der Zwiebelsaft ein bisschen besser austritt. Hätte man jetzt auch machen können. Aber ich denke, ja, für mich heute so wird es ausreichen. Oder ich tue es vielleicht später doch nochmal durchkneten, komplett. Und vielleicht noch die Steaks umdrehen, dass das obere Steak unten ist. Mal schauen. So, da bin ich jetzt wieder. Alles, was wir benötigen, um die Zwiebel-Jack-Steaksemmeln fertig zu machen. Olivenöl, man könnte das Ganze jetzt mit Olivenöl rausbrutzeln. Irgendwie sollte ich vielleicht die Cam ein bisschen höher stellen. Naja, aber nein. Kommt weg. Ich nehme hier jetzt schön Butterschmalz und dazu noch eine Knoblauchbutter und eine kleine Kräuterbutter. Wer sich jetzt über die kleinen Päckchen aufregen sollte, überlegt mal, wann ich die verwendet habe. Und ja, die sind gerade noch haltbar. ja, wie lange ich die jetzt habe, jede offene hätte ich mittlerweile wegschmeißen können. Gut, dann natürlich noch ein Ketchup, meine Semmel und Cam zu mir hier hoch. Mei, das ist ja saublöd heute, wie die Cam steht. Tja, am besten wäre das Ganze auf einer Plansche. Wir brauchen auf alle Fälle was Geschlossenes, wächst der Bratensoße, Bratensud, ja, wächst der Plörre halt, wo die Steaks drin liegen. Ich habe hier keine Plansche. Deswegen mache ich das ganz einfach in der Pfanne. Aber wer natürlich die Möglichkeit hat, Plansche schön groß, optimal, viele Steaks, viele Leute verköstigen, so wie ja, auf dem Motorradtreffen früher zum Beispiel. Okay, aber drehen wir uns um, gehen wir am Herd, da steht nämlich schon die Pfanne und Attacke. So, Dalle, Pfanne, jenige welcher, werde ich heute nicht Vollgas betreiben, sondern eher etwas, ja, nennen wir slow and slow, weil ich möchte, dass die ja, Steaks schön langsam da drin vor sich hin brutzeln. Nur nichts überstürzen, wir haben es heute nicht eilig. Und was da so ploppert, ist ganz leichter Hagel. Verdammt, ich hasse es. Da schmeißen wir alles gleich mit hinein. Genauso wie von dem Stückchen Kräuterbutter. Dann lassen wir es schmelzen und ein bisschen heiß werden, bevor es dann gleich weitergeht. So. Boah, riecht richtig gut nach Jackie Cola Steak. Cola. Jackie Zwiebelsteak. Jo, und Pfanne ist noch nicht ganz heiß. Ich habe die Steaks zwischenzeitlich mal untereinander ausgetauscht. Wir werden hier alles verwenden. Es wird nichts weggekippt, auch nicht die Brühe, was ja hauptsächlich aus Jackie besteht. Die brauchen wir da drin in der Pfanne und eventuell sogar noch ein bisschen mehr Jack, aber das sehen wir nachher. Jo, Leute, dann wollen wir doch mal. Die Zwiebeln kommen dann natürlich auch gleich mit rein, ganz klar. Ob mir jetzt die
Pfanneneinstellung so reicht oder nicht, das muss ich jetzt nachher gleich gucken. Oder ob ich noch ein klein bisschen höher schalte. So. Das werden wir gleich sehen. Ich schalte die Pfanne noch ein bisschen höher. Und dann lassen wir das einmal so ein bisschen vor sich hin brutzeln. Na gut, viel Brühe dazu gekommen. Muss jetzt wieder heiß werden. Ja, da brutzelt es schon. Ich zeige es euch nachher gleich, wenn sich es wieder ordentlich aufgeheizt hat. Halt, warum mache ich überhaupt die Cam auf? Aus, auf, mei, meine Fresse, heute habe ich es wieder. Nur Sekunden hat es gedauert zum Blubbern. Also wenn das nicht reicht, alles ans Hösle etc. pp., dann war sie auch nicht. Wird natürlich jetzt einiges verdunsten. Tja, die Pfanne als Planscherersatz. Und wie gesagt, so lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen dahin brutzeln, schmoren, blubbern. Und nachher geht es weiter. Und der Blubber brutzelt es vor sich hin. Jackie Dampf, Jackie Dampf. Also der Alkoholgehalt, Leute, wird danach ziemlich gering sein, weil der ist ja verdampft. Und noch sind die Steaks blass, aber dadurch, dass es ja nachher ohne Deckel die Flüssigkeit ziemlich verdampfen wird, wird es dann nachher noch so richtig schön angebrutzelt und ich hoffe, dass das dann auch so richtig schön zart wird. So, wieder eine ganze Ecke weiter gebrutzelt. Dann würde ich mal sagen, jetzt ist soweit, den Deckel wegzulassen, dass sich die Brühe, die Jackie-Soße einreduziert, dass wir hier noch Farbe hinbekommen. Die Zwiebeln sind auch schon schön weich. Aber wie gesagt, es ist noch viel zu viel Flüssigkeit drin. Na! Die muss noch einreduzieren, dass wir hier definitiv noch ein bisschen Farbe hinzaubern können. Ja, Freunde, und die Flüssigkeit wird dementsprechend jetzt weniger. Und wenn ich das jetzt umdrehe, hat es mit Sicherheit ein klein bisschen schon an Farbe angenommen. Jawohl, da sieht man schon. Aber das reicht natürlich uns noch nicht. Deswegen lassen wir es bei Stufe 6 von 9 auf dem Herd. Lassen wir es noch schön weiter brutzeln. Ja, und jetzt blubbert es und brutzelt es natürlich munter vor sich hin, wo das so schön einreduziert ist. Aber keine Angst, nachher kommt noch ein klitzekleiner Schluck Jack dazu. Vielleicht. So, seht ihr das? Und jetzt gibt es nämlich auch ein bisschen braun. Ein schön bisschen Kruste. Je nachdem, wie man Steak liegen lässt, kann man da eine Hardcore-Kruste drauf zaubern oder nur ein bisschen. Wir könnten es jetzt auch noch mal kurz auf den Grill schmeißen, aber das verkneife ich mir. So lasse ich das jetzt hier brutzeln. Ursprünglich wollte ich ja das Ganze zuerst im Opti-Grill machen. Deswegen auch im einen Livestream diese Handbewegung. Aber ich habe mir gedacht, nein, das muss in dem Jackie-Suit vor sich hin brutzeln, blubbern. Und gut ist. Jei, gut. Dass ich die Pfanne auf niedriger Stufe habe, weil ich war gerade
etwas extrem abgelenkt. Aber wir haben auf dieser Seite jetzt definitiv genügend Röstaromen dran. Die Zwiebeln sehen soweit auch bald gut aus. So, dass wir jetzt die Steaks noch von der anderen Seite noch ein klein bisschen anbrutzeln. Hier noch ein klein bisschen nachwürzen. Ja, bevor wir hier jetzt gleich fertig sind. In der Zwischenzeit schneide ich mir schon mal auf die Semmel auf. Ich glaube, das müsst ihr jetzt nicht sehen, wie man eine Semmel aufschneidet. Aber hier geht es nachher ja eh gleich weiter. Ja. Gerade auf die Seite. Tun hier ganz kurz unsere Semmel mit anbrutzeln. Also muss gar nicht lang drin bleiben. Bloß so, dass es sich ein bisschen mit dem, wie sagt man, Bratensaft, Bratensud vollgesaugt hat. Vielleicht ein klein bisschen Farbe kriegt, aber dazu ist der Herd wahrscheinlich zu niedrig eingeschalten. Und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite hier wieder an der Theke. Dann nehmen wir uns eine Semmelhälfte, ein Steak. Ein paar von den Zwiebeln. Den Ketchup. Und fertig. Jetzt hat man es gar nicht gesehen. Fertig ist die Zwiebelcheck Steaksemmel. Ja, eigentlich genau wie auf dem Motorradtreffen. Ab in den Hals. Ja, Freunde, und in diese Zwiebelcheck-Steaksemmel wollen wir jetzt natürlich reinbeißen. Geil. Richtig geil, der volle Checky-Geschmack. Sowas von genau richtig schön zartes Fleisch geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Und ja, Farbe hat es ja auch bekommen. Also gibt es da gar nichts zu jammern. Das da, Ding ist richtig geil. Lass ich mir jetzt schmecken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht es so einmal nach. Bei schlechtem Wetter drinnen in der Pfanne. Wer eine Plansche hat, kann es natürlich dann auch draußen machen. Ihr könnt die Pfanne natürlich genauso auf den Grill stellen. Alles gar kein Problem. Macht, wie ihr das wollt, wie ihr das für richtig hält. Aber macht das nach. Ja, in dem Sinne. Nettes Kommentar, freundliches Abo oder so ähnlich. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ich habe Hunger, ich muss jetzt essen. Tschaikowski.